Der spektakuläre Doppelwechsel von Edin Dzeko und Emerson vom AS Rom zum FC Chelsea steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor dem Abschluss. Ja, zu diesem Zeitpunkt in der Saison sicherlich ein ungewöhnlicher Transfer. Was dahinter steckt, erklärt Transfermarktredakteur Yatin Dietl. Die Roma hat im Oktober vermeldet, dass man die von der UEFA gestellten Auflagen bezüglich des Financial Fairplays nicht komplett erfüllen konnte. Daraus könnte man schließen, dass die kurz bevorstehenden Verkäufe von Dzeko und Emerson zu Chelsea einfach dazu benötigt werden, um die eigene Bilanz aufzubessern und die UEFA zufriedenzustellen. Es ist aber auch so, dass für beide Spieler eigentlich schon im Sommer Ersatz gefunden wurde. Zum einen spielt anstelle von Emerson mittlerweile Kolarov und in der Offensive ist mit Patrick Schick ein Riesentalent in den Startlöchern, das durch den Abgang von Dzeko eigentlich erst so richtig explodieren könnte. Das Potenzial dazu hat er definitiv, wie er schon letzte Saison zeigen konnte.